Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch aufgefordert, bei Instagram und bei Facebook mir Fragen bezüglich meines Abnehmens zu stellen. Und da sind unendlich viele Fragen zusammengekommen. Und ich wollte euch in diesem Video einfach mal ein paar Fragen beantworten. Und ich hoffe, eure Frage wird auch beantwortet. Falls nicht, seid nicht traurig, aber es wurden einfach so viele Fragen gestellt. Und ich kann halt einfach nicht alles beantworten. Und ganz viele Fragen wurden auch doppelt gestellt. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit und legen einfach mal los. Ich würde sagen, wir fangen mit den Fragen bei Instagram an. Und ich blende euch hier immer die Fragen nochmal ein. Und zwar wurde gefragt, wie schaffst du es, das Training durchzuhalten? Was gibt dir Motivation? Ich selber schaffe es, mich zu motivieren, also weil ich einfach sehe, dass es was bringt. Und ich habe mir zum Beispiel das Ziel gesetzt, ein Sixpack zu haben. Ich weiß gar nicht warum und ich glaube auch nicht, dass ich es schaffe, aber einfach nur, um zu sagen, hey, guck mal, ich habe ein Sixpack, so. Nee, auf jeden Fall, das ist meine Motivation und ich sehe halt Erfolge und das motiviert mich enorm. Und ich habe einfach, ich weiß, dass mich stört, ich weiß, dass ich daran arbeiten kann und dass ich das nur mit Sport schaffe und das motiviert mich extrem. Fühlst du dich schon wohl oder willst du noch mehr abnehmen? Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon deutlich wohler als vor einem beispielsweise halben Jahr. Aber ich bin noch nicht da, wo ich hinkommen möchte. Also ich merke, dass es schwieriger wird, das Gewicht zu verlieren, aber ich merke, dass es einfacher wird zu definieren. Also deswegen würde ich, also alle haben mir immer gesagt, Melli, halt dich nicht am Gewicht fest, sondern Gewicht ist nicht alles und so, Körperform und so. Aber ich brauchte beispielsweise am Anfang total das Gefühl der Kontrolle, dass ich abgenommen habe, dass Gewicht verloren ist. Weil am Anfang ist es halt einfach so, da baust du erstmal Wasser ab und alles, was der Körper nicht braucht. Und das hat mir aber wahnsinnig viel gebracht. Also erstmal zu sehen, oh krass, 2 Kilo weniger, oh 3 Kilo weniger, 4 Kilo weniger. Das ist der Wahnsinn. Aber so körperlich verändert sich nicht wirklich was. Also es wird halt alles schmaler, aber nicht wirklich fester. Und ich habe gar nicht vergessen, was ich fragen wollte. Achso, ob ich noch mehr abnehmen möchte, genau. Vom Gewicht her habe ich ja gesagt, ich möchte gerne auf 58 Kilo, wusste aber zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, wie fühle ich mich mit 58 Kilo. Und jetzt sage ich, okay, ein schönes Gewicht wäre für mich 55 Kilo. Ich bin 1,58 Meter klein oder vielleicht 1,57, könnte auch sein. Von daher ist 55 Kilo vollkommen in Ordnung. Also braucht ihr keine Angst haben, ich habe dann immer noch kein Untergewicht, noch lange nicht. Aber ich mache so doll weiter Sport oder so viel weiter Sport, bis ich einfach das Gefühl habe, es schlabbert nichts mehr so an mir rum. Und dass ich einfach sage, ich kann auch mal hier so ein kurzes Arm-T-Shirt anziehen, ohne dass es hier unten so runterhängt. Also das sind so Sachen, die mich stören und deswegen, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte, nein. Dann wurde gefragt, ob es auch Tage gibt, an denen ich keine Lust auf Sport habe, beziehungsweise mich nicht motivieren kann. Also ehrlich gesagt, nein. Also bis jetzt, also selbst wenn wir zu meinen Schwiegereltern gefahren sind und gesagt wurde, wir sind zum Mittag eingeladen, obwohl ich eigentlich zum Sport wollte, bin ich dann halt trotzdem früh zum Sport gegangen. Also es gab bis jetzt noch keinen Tag, an dem ich mich nicht selber motivieren konnte. Es wurde auch gefragt, wie viele Kilos noch sind, bis ich meinen Heiratsantrag bekommen sollte. Also ganz viele spekulieren ja darüber, wann ich ihn kriege und ob ich ihn kriege. Und Mädels, ihr macht es mir nicht einfacher, ne? Also ich lese die ganzen Kommentare und ich denke immer, Leute, ich will Markus nicht unter Druck setzen, aber ihr setzt ihn wahnsinnig unter Druck. Also ich finde es ja cool, ne? Weil er ja hinter mir steht und so. Aber ich spreche das Thema schon gar nicht mehr an, weil ich denke, nee, er wird schon irgendwann mal was machen. Aber eigentlich hatten wir das Gewicht abgemacht, weil ich halt gesagt habe, ich möchte 58 Kilo wiegen, dass er mir auch dann erst einen Antrag macht. Jetzt bin ich bei 57,5 ungefähr. Ich bin immer noch nicht verlobt, aber ich warte drauf und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Jahr wenigstens noch passiert. Das Versprechen hat er mir schon gegeben, dieses Jahr noch. Wir haben jetzt Mai, fast Mai, also Mitte April. Ja, die Zeit ist gezählt, Leute. Aber keine Angst, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie da der Stand der Dinge ist. Und auf jeden Fall bei Instagram posten. Also wenn ihr mich bei Instagram noch nicht habt, dann folgt mir auf jeden Fall bei Instagram. Ich blende euch hier mal meinen Namen ein bei Instagram. Und dann kommt ihr einfach vorbei und dann werdet ihr sehen, ob es dann irgendwann soweit ist. Eine Frage bezüglich Weight Watchers, ob ich mein Wochenextra anreiße. Also ich bin ehrlich, im Moment, also circa in den letzten 2 Wochen habe ich fast gar nichts in meine App eingetragen.
eben weil ich viel, viel Sport gemacht habe und mir halt so mit meinem Essen verdient habe, was ich gesündigt habe. Also man soll sich ja sein Essen nicht verdienen, aber da war halt Ostern und irgendwie habe ich dann doch ein bisschen mehr gegessen. Aber ich habe es probiert halt mit Sport zu kompensieren und habe es deswegen gar nicht erst aufgeschrieben. Ich wollte diese Woche jetzt eigentlich wieder anfangen mit Aufschreiben. Gestern und heute hat nicht so gut geklappt. Aber ich will es auf jeden Fall wieder. Bin aber nie an mein Wochenende, also nie will ich jetzt auch nicht sagen, bin eigentlich fast nie an mein Wochenende extra rangegangen. Also mal 2, mal 5 Punkte, aber so, dass ich sage, ich habe jetzt komplett mein Wochenende extra aufgegessen, kann ich nicht sagen. Aber da reagiert auch jeder Körper anders drauf. Dann wurde es auch gefragt, ob ich auch mal Durchhänger habe und gerade wenn ich in Gesellschaft bin, ob ich da Schwierigkeiten habe, mit Weight Watchers durchzuhalten. Also ich habe von Anfang an keinen Unterschied gemacht, wo ich esse, also oder was ich esse. Naja, was ich esse jetzt auch nicht, aber ich möchte zum Beispiel, wenn ich bei jemandem eingeladen bin, nicht sagen, ich esse es nicht, weil ich gerade Diät mache und der Gastgeber hat sich da totale Mühen gemacht. Aber wenn wir jetzt essen sind, dann bestelle ich mir jetzt nicht die fette Pizza, sondern dann nehme ich halt einen Salat. Also da probiere ich schon zu unterscheiden, dass ich mit meinem Essverhalten niemanden, wie sagt man denn, zur Last falle. Also wenn ich jetzt bei meiner Schwiegermutter eingeladen bin und da gibt es Rouladen, dann esse ich halt eine Roulade, mein Gott. Also das ist auf jeden Fall, was ich auch so super an Weight Watchers finde, also dass man halt auch mal Süßigkeiten essen kann oder mal ein Stück Kuchen oder eine Roulade, so die haut dann zwar halt rein, aber du kannst es halt machen und du musst es halt einfach nur auszugleichen wissen. Und was ich zum Beispiel meistens abends esse, ich habe jetzt leider gar nichts hier, ich esse meistens dieses, habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, dieses Toskana-Gemüse, dieses, wo auch, da sind Kidneybohnen drin, ne Mais und das ist ein bisschen scharf und manchmal in der Mikrowelle hat eine sehr geringe Punktzahl und das esse ich total gerne oder ansonsten Obst esse ich abends vom Fernseher. Ich wurde auch gefragt, welche Hosengröße ich zurzeit trage. Also meine alten Hosen sind mir definitiv alle zu groß. Ich trage jetzt, also ich habe eigentlich nur Hosen von Vero Moda und da ist es eine S jetzt. Also und von der Länge her eine 30. Also ich bin ja so ein kleiner Zwerg und aber es gibt ganz selten 30er-Längenhosen, aber halt eine S, ja. Ich habe auch die Hosen beispielsweise von 2011 wieder an, die wir uns in New York gekauft haben und da passe ich auch wieder rein. Also die habe ich heute zum Beispiel an. Und ja, da freue ich mich natürlich ungemein und auch klamottenmäßig bin ich jetzt eigentlich schon bei S, ja. Ich wurde auch gefragt, ob ich meinen Kaffee mit Zucker trinke. Also trinken ist ja sowieso immer so eine Sache für sich bei mir. Ich trinke viel, viel, viel zu wenig. Also ich trinke, wenn es hochkommt am Tag, einen halben Liter Cola. Aber ich trinke Zero Cola oder Kaffee. Also was anderes trinke ich leider gar nicht. Ja, und nein, ich trinke keinen Kaffee, keinen Zucker mit meinem Kaffee. Ich mache einfach nur einen ganz kleinen Schluck Milch rein. Und berechne mir dann für den ganzen Tag ein 250 Milliliter Glas Milch. Also weil für jedes Milchding, was ich da in meinen Kaffee reinmache, das ist ja nichts. Deswegen mache ich auf einen Tag ein Glas Milch und das passt eigentlich. Ich wurde auch gefragt, was ich für Sportarten mache, also was ich im Fitnessstudio mache. Und zwar, ich bin bei 3 Kursen, also den einen habe ich erst einmal besucht, aber ansonsten mache ich eigentlich immer nur 2 Kurse. Und zwar ist es Body Attack und Body Pump. Body Attack ist ein Cardio-Intervalltraining, klingt mega mäßig, ist es auch. Ich bin jedes Mal so erledigt danach. Und Body Pump ist ein Langhantel-Workout, das mache ich auch. Also das mache ich zweimal die Woche, manchmal dreimal, manchmal viermal. Je nachdem wechsle ich mich halt ab, wie auch die Betreuungszeit von Frieda das zulässt, ob die Oma Zeit hat, ob Markus zu Hause ist. Also es hat ganz viel damit zu tun. Und das werde ich zum Beispiel auch richtig oft gefragt, wo ist Frieda in der Zeit, wenn du trainieren gehst? Also ich probiere es natürlich so zu legen, also dass ich meistens abends gehe wegen meiner Freundin. Wenn sie mitkommt, kann sie halt immer nur abends nach der Arbeit. Aber ansonsten ist Markus ja da oder meine Schwiegermutter kommt hierher. Die hat meistens 18 Uhr Feierabend und dann kommt sie hierher, bringt Frieda ins Bett. Also ich bin ja dann 1,5 Stunden, 2 Stunden maximal weg. Und dann sitzt sie hier und isst was mit Frieda, isst Abendbrot, bringt sie dann ins Bett und dann bin ich ja eigentlich schon wieder da. Und wenn sie nicht kann und Markus auch nicht da ist, dann kommt die weltbeste Babysitterin zu uns und bringt die Kleine ins Bett.
Und das passt, das klappt richtig gut. Und ich denke mir, es gibt immer irgendwo einen Weg. Und wenn man zu Hause Sport macht, ich bin aber ehrlich, ich könnte mich zu Hause nicht so motivieren wie im Fitnessstudio. Ja. Ich habe ja zum Beispiel auch eine Zeit lang Shred gemacht. Ich weiß nicht, das Training im Fitnessstudio mit den anderen Leuten, die motivieren mich enorm und das macht mir mehr Spaß als hier alleine. Habt ihr das gerade? Eine ziemlich gute Frage. Welche Lebensmittel gehören mit auf meine Lebensliste? Nee. Ohne welche Lebensmittel, ihr lest es ja selber gerade, kann ich nicht mehr. Also was ich auf jeden Fall jeden Tag esse, sind die Toasties, egal ob es vom Lidl ist, vom Rewe oder von Real, Kaisers. Ich habe die von überall schon. Die haben eigentlich fast immer die identische Punktzahl. Die esse ich eigentlich jeden Morgen zum Frühstück. Das sind halt so Toasties halt. Dann Frischkäse darf bei mir nicht mehr fehlen. Dann was noch? Die Quarkcreme von Excusa, die finde ich enorm lecker. Da mache ich mir dann meistens einen Quark und Frieda auch und schneide halt einfach Obst rein. Und wenn ich es ein bisschen süßer haben möchte, mache ich mir so Flüssigsüße mit rein. Was darf noch nicht mehr fehlen? Zero Cola. Ach so, ja, dann diesen Texas Mix aus der Dose, der darf auch nicht mehr fehlen. Der gehört auf jeden Fall auch schon zu meinem Lieblingsessen. Und Chili con Schnitzel darf auch nicht mehr fehlen, essen wir auch sehr, sehr häufig. Kaffee darf auch nicht mehr fehlen. Oh Gott. Oh, es tut mir leid. Ja, das sind so meine Lieblingsfavoriten, die ich eigentlich nicht mehr hergeben möchte. Ich wurde auch gefragt, ob ich Kochbücher empfehlen kann und ob ich immer das Essen abwiege, wenn ich Weight Watchers Gerichte koche oder wenn ich mich dementsprechend ernähre. Also ich habe am Anfang schon relativ viel nachgewogen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, was sind 50 Gramm Nudeln? Wie viel sind 50 Gramm? Und das habe ich schon mal erwähnt, da habe ich mich immer verschätzt. Also man denkt immer, 50 Gramm ist voll viel, aber 50 Gramm ist nichts, also gar nichts fast. Deswegen bringt es auf jeden Fall was, da erstmal nachzuwiegen, um einfach ein Gefühl dazu zu bekommen. Mittlerweile wiege ich es nicht mehr. Also ich weiß zum Beispiel, was mein Frühstück an Punkte hat, wie viel so ein Toastie hat, mit Frischkäse, mit Salami. Das kann ich mir dann ungefähr immer ausrechnen. Und ich finde den Kalkulator zum Beispiel von Weight Watchers richtig gut, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt die und die Wurst gekauft, rechne mir aus, wie viel hat eine Portion. Und dann weißt du das ja irgendwann. Deswegen, das mache ich nicht mehr. Und was war noch? Und was war noch? Achso, ob ich Kochbücher empfehlen kann. Also bezüglich Weight Watchers kann ich auf jeden Fall die Weight Watchers Kochbücher empfehlen. Die Sattmacher Bücher von Weight Watchers finde ich richtig gut, weil da, oder Blitzrezepte fand ich nicht ganz so gut, aber das Familienkochbuch auch. Ja, das sind eigentlich so die meisten. Also gerade so Chili con Schnitzel habe ich zum Beispiel da raus. Und es ist oh, so lecker, egal. Und da sind halt auch immer coole Dessertsachen drin. Die finde ich auch ziemlich cool. Und lecker und schnell gemacht. Ja. Und ich wurde auch schon mal gefragt, da habe ich jetzt keine Einblendung zu, ob Frieda mein Weight Watchers Essen mit isst und ob das, wie ich das mache mit Kind. Frieda isst ganz normal mein Essen mit. Also ich mache da keinen Unterschied, weil es ist ja nichts Schlechtes, was ich esse. Es ist ja einfach auch nur eine Art gesunde Ernährung. Und ich lasse zum Beispiel bei mir einfach die Kohlenhydrate wie Nudeln, Kartoffeln lasse ich halt weg. Und sie bekommt dann halt noch Nudeln oder Kartoffeln oder Reis oder sowas dazu. Beispielsweise bei Chili con Schnitzel. Da esse ich halt keinen Reis zu oder keine Nudeln. Und Frieda kriegt halt, je nachdem, was Papa isst, Reis oder Nudeln dazu. Also da kriegt sie noch was dazu, weil sie muss ja jetzt, sie kann ja so viel essen, wie sie möchte. Oder sie isst auch mal einen Pudding oder einen Joghurt oder sowas. Also da mache ich jetzt keinen Unterschied. Aber sie isst ganz normal meine Wurst. Vom was ich mir kaufe. Sie isst Markus seine Wurst mit und ja, also beim Kochen machen wir da aber keinen Unterschied. Also da isst sie unser Essen genauso mit. Markus isst mein Weight Watchers Essen auch mit, nur halt mehr. Also nicht immer, aber oft. Und dementsprechend isst Frieda das natürlich auch mit, ja. So, ich muss jetzt mal kurz meine Voice-Nachricht abhören. Moment. Da bin ich wieder. Ich musste kurz meiner Internetsucht nachgehen. Und genau.
wir waren bei Instagram-Fragen und ich dachte, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel gequatscht, deswegen dachte ich, wir switchen mal ganz kurz rüber zu Facebook und gucken, was da gefragt wurde. Und zwar muss ich da mal rübergehen kurz. So, also gehen wir rüber zu Facebook. Da hat jemand gefragt, ganz viel hat sie gefragt. Wie sieht mein wöchentlicher Speiseplan aus? Wir haben keinen festen Speiseplan. Ich habe es mir wirklich so oft vorgenommen, dass man mal für die Woche rausschreibt, was man kocht, aber wir halten uns einfach nie dran, deswegen habe ich es einfach wieder aufgegeben. Und wie halte ich es mit dem Thema Alkohol? Alkohol ist ja auch nicht ohne, auch mit Zucker und dies und das. Also ich habe noch nie viel getrunken, aber ich trinke trotzdem gerne mal mein Glas Wein. Und auch wenn ich mit, wenn wir mit Freunden oder so unterwegs sind, wie man halt als Elternpaar unterwegs sein kann, dann gucke ich natürlich, dass es jetzt nicht gerade der fette Sahne-Cocktail ist, sondern dann greife ich halt lieber zu einem Glas Wein. Also weil vom Gefühl her glaube ich, dass ein Glas Wein punktefreundlicher ist als ein Pina Colada. Und dann wurde ich noch gefragt, ob ich irgendwelche Medikamente nehme, weil ja gesagt wird, dass die Pille beispielsweise auch das Abnehmverhalten oder das Zunehmverhalten, je nachdem, beeinflusst. Aber ich bin komplett medikamentefrei, also ich nehme keine Medikamente. So. Dann wurde noch gefragt, Mann ey, mein Handy ey. Wie lange hat es gedauert, bis ich die eigenen oder bis ich selber Erfolge gesehen habe? Ich weiß nicht, die Leute, die mir auf Instagram folgen, da hatte ich mal ein Bild gepostet mit meinem Kleid oder mit meinen Kleidern. Und das war so das erste Mal, dass ich ein Foto gemacht hatte und das gemacht habe. Und dachte mir so, du siehst ja irgendwie anders aus. Ich kann jetzt gar nicht mehr so auf Anhieb sagen, wie lange das her, also wie lange, wie, also wann das war. Aber auf jeden Fall habe ich da die ersten Erfolge gesehen und habe da mich auch schlanker gefühlt. Und aber ich kann jetzt nicht sagen, oh, heute siehst du wieder richtig gut aus. Also ich habe trotzdem auch noch Tage, an denen ich denke, oh Millie, ey, jetzt musst du eigentlich nochmal wieder zum Sport gehen und so. Oder ich zum Beispiel stelle mich immer noch jeden Tag auf die Waage. Ne? Also das ist auch immer so ein... Ich denke mir dann, wenn man nur einmal die Woche auf die Waage geht und wenn ich dann aber immer 2 Kilo mehr drauf hätte, das wäre für mich total schlimm. Also wer ist ja eigentlich nichts Schlimmes zuzunehmen, wenn man trotzdem von der Figur her so bleibt. Aber ich habe jetzt so dafür gekämpft und bin so stolz darauf, so viel abgenommen zu haben. Deswegen kontrolliere ich lieber, wie viel ich esse, beziehungsweise wie viel ich zunehme pro Tag, als wenn irgendwie Ende der Woche irgendwie 2 Kilo mehr drauf sind. Und dann muss man ja schon wieder 2 Kilo abnehmen, bevor man nur 200 Gramm abnimmt. Deswegen, also, ja, ich habe die Frage schon wieder vergessen. Ich wurde gefragt, ob ich Cheat Days mache. Cheat Day. Man cheatet. Also ich sage das ja immer so auf Deutsch lieber, Fresstage. Also ich esse immer dann, wenn ich Bock habe, aber ich sage jetzt nicht, oh, heute ist Mittwoch, heute mache ich einen totalen Fresstag, weil ich es einfach total bereuen würde. Also wenn ich wirklich mal außer der Reihe sündige, dann esse ich eine Mahlzeit vielleicht mal übertrieben oder vielleicht auch 2 oder 3, aber ich sage jetzt nicht den ganzen Tag, oh, heute fresse ich ohne Ende. Also, weil das könnte ich, glaube ich, mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren, nee. Ja, die Frage kommt immer wieder und immer wieder. Und ich habe sie ja eigentlich jetzt auch schon ein paar Mal beantwortet. Wie ich schaffe, mich zu motivieren? Mädels, ihr müsst euch selber motivieren. Wirklich, ihr müsst wissen, wo will ich hin? Setzt euch kleine Ziele. Und ich weiß ja nicht, also bei mir war es zum Beispiel vor der Schwangerschaft so, jetzt rückwirkend, da habe ich gesagt, oh, Meli, Mann, du sahst da so gut aus. Warum hast du dich damals schon zu fett gefühlt? Nehmt euch eure Bilder oder sowas und zeigt euch, guckt euch genau an, warum, was stört mich denn jetzt gerade und an was arbeite ich jetzt? Und sagt jetzt nicht, oh, ich will jetzt übermorgen schlank sein, sondern das ist mein Ziel und da muss ich arbeiten. Setzt euch kleine Ziele, Etappenziele. Und mein Etappenziel war halt einfach mal 58 Kilo. Und als ich die geschafft habe, ey Leute, ich bin ausgeflippt, wirklich. Ich bin hier rumgehüpft und ich dachte, ich werde nicht mehr, wirklich. Das war so krass für mich. Und vor allem auch meine alten Hosen wieder zu passen aus New York. Und das war 2011, hallo, wir haben 2015. Ich habe ein Kind gekriegt in der Zeit, das war so, so mega krass für mich. Und deswegen vergleicht euch immer wieder, seht auch die kleinen Erfolge als großen Erfolg. Also deswegen, und das motiviert mich enorm, dran zu bleiben und auch, ja, mich zu motivieren. Ja, Leute, ich muss jetzt auch mal Schluss machen. Das Video wird einfach so unendlich lang. Ich weiß es jetzt schon wieder.
Ich hoffe, dass ich einige Fragen beantworten konnte. Viele Fragen haben sich wiederholt, deswegen konnte ich natürlich nicht von jedem die Frage beantworten. Aber ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch mal schreiben, was euch motiviert zum Abnehmen. Ob ihr da ein besonderes Geheimrezept habt oder irgendwas vor Augen habt. Eine Hochzeit zum Beispiel, eine Freundin, eine Bekannte von mir, die heiraten jetzt bald und da möchte sie wieder gut aussehen und in ihr Brautkleid schön passen und so. Das ist zum Beispiel auch eine super Motivation. Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare, was euch motiviert. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie auch sehr gerne. Ich probiere, sie zu beantworten. Und wenn ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das jetzt, weil Abonnieren ist kostenlos. Und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, weil ich ja wirklich nicht so regelmäßig Videos hochlade wie manche andere zum Beispiel. Deswegen abonniert mich und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Also ihr Süßen, bis dann. Tschüss.